Ja, heute wollen wir hier mal ein Regal aufbauen. Kleine Umplanung, das soll jetzt nicht mehr hier aufgebaut werden. Das soll am besten jetzt hier aufgebaut werden. Das ist auch praktischer. Ich zeige es euch mal kurz. Aus diesem Grund. So, das sieht doch schon gleich viel besser aus, als wenn das hier in der Freie stehen würde. Ich glaube, das hat auch den Grund, dass es dann halt auch näher hier dran ist. Ist auch praktischer, als wenn man da gleich gegenrennt, wenn man durch die Tür kommt. Ja, ist auch praktischer, ja. Sieht dann auch vielleicht ein bisschen besser aus, wenn man es hier direkt hat. Dann kann man etwas hier auch noch ein Regal drunter machen. Hat man hier gleich am Rekorder hier gleich noch mein Posters. Dann muss man auch nicht so viel abmachen. Es geht alles relativ schnell und sehr einfach. Und ja, heute werde ich ein bisschen bohren, ein bisschen schrauben, ein bisschen bauen, ein bisschen werkeln. Da kann das alles hier ein bisschen umstrukturiert werden. Und dann müssen wir prinzipiell nur dieses eine Plakat wegmachen. Dann ist hier Platz für das Regal. Dann kann die Schraube hier weg. Dann kann der Kalender dorthin. Würde man sagen, wird es vielleicht Zeit für eine kleine Timelapse, in der ich das Ganze hier ein bisschen platt mache. Ja, das kann bleiben. Der wundervolle Schrei, den ich selbst gemacht habe, kann gerne so bleiben. Dann können wir gleich mal damit anfangen, dass wir den hier abhängen. Oh, ein weiterer Kalender. Oh, Kacke. Schwarzer Fleck an der Wand. Hier, seht ihr diesen schwarzen Fleck? Ja. Wow, was ich da unter dem Plakat hier alles findet. Schwarz-weiß Ausdrucke von Harry Potter größtenteils. Da rein vieles. Alter Schwede. Lego Demento. Ja, nice. Liebe Kinder, klebt niemals Tesafilm an eure Wand. Das ist ein furchtbarer Fehler. Erstens geht der Putz davon kaputt und ja, kriegst das ganz schlecht wieder ab. Und es ist richtig ekelhaft jetzt hier, das von der Wand wieder runter zu popeln. Das ist, ach, grausam. Macht das nicht. Macht das nicht, Kinder. Nein. Das könnt ihr wissen. Das wird ein Vorher-Nachher-Bild. Das hat sich gewaschen. Ja, dann komme ich hier mal ein Bohrer. Zack, zack. Und dann hängen wir das Regal auf. Dann noch dort ein Loch. Und unten brauchen wir noch ein Loch. Dann noch ein zweites Regal drunter passt. Ja, mal schauen. Aber hier können wir erstmal, ich glaube, so auf dem Level hier. Will ich sehen. Das wird sich dann hier so aufbauen. Schaut, zauber ich da mal gleich ein paar Löcher in die Wand. Zack, zackeli, zackeli, zackeli. Und dann schauen wir weiter. Hokus, hokus, hui. Oh, hoppala. Da habe ich ja
gleich mich noch mit umgezaubert, ne? Batterie und ich habe gleich Dübel noch mit in die Wand gezaubert. Wow, der Wahnsinn. Ich habe auch noch direkt auf den Boden gezaubert. Hui. Grüße an Aimdali, das kann er mit seinen Partnerkräften nicht. So, jetzt gilt es, da die Strebe neu zu machen, oder wie die heißen, die Teile. Ja, die Dinger müssen jetzt da an die Löcher dran und dann kommt hier das Brett oben drauf. Ja, das habe ich schon mal vorbereitet, wie ihr seht. Die Löcher und Dübel sind schon mal drin, kommen nur noch die Schrauben rein. Da wird Schrauben geziert. Ja, festgeklebt. Hier mal, damit es ein bisschen hält. Guck mal, so kann es doch bleiben hier. Hält doch locker. Verdammt. Hält halt eben nicht. In der gewünschten Stelle. Hier, weil es jetzt hält. Großartig. Nochmal schärfer ziehen hier. Das ist keine Kamera, das zieht man nicht schärfer. Enger. Strebe Nummer 2. Ich muss euch gleich mal umpositionieren, weil meine Kamera ist an. Auwei. Ist eventuell ein bisschen falsch gebohrt. Das wird jetzt knifflig. Noch ein paar Stückchen. Ja, ich würde sagen, sitzt nicht bombenfest, aber sitzt, kann was drauf. Puh. So, brauchen wir wieder das Tesa-Prinzip oder passt das auch so? Das Tesa-Prinzip ist praktisch, weil dann ist das Teil nicht im Weg. Aber vielleicht kriegen wir es auch diesmal ohne Tesa-Prinzip hin. So, gerade drin. Und dann schrauben. Ah, ja. Ich glaube, das sitzt erstmal halb sicher. Noch ein Millimeter könnte es, aber naja. Wollen wir nicht beklagen. Und der Loch Nummer 4. Eingelocht wird's. Sieht doch dann schon ganz dufte aus. Da haben wir hier schon mal diese wunderschönen Streben an der Wand. Und da geht's rein, die Liese. Ha! Komm, ein paar Züge noch. Hopp. Und hopp. Und zack. Ja. Damals fest. Ja. Damals fest. Naja. Zumindest fest genug. Und ja, die Kamera setzt mir gerade einen Schlussstrich darunter. Ja, ich habe euch dann auch mal eine bessere Position verschafft. Da können wir jetzt mal ein bisschen, ihr wackelt jetzt vielleicht ein bisschen, aber ja, ihr steht auf dem Sofa.
Da muss jetzt das Brett dran. Ja, die Batterie war gerade alle und die SD-Karte zum gleichen Zeitpunkt. Also ja, musste ich mal kurz was löschen und das Ding zum Laden legen. Ja, jetzt muss das Brett da oben drauf. Jetzt kommt das Teil hier drauf. Sieht doch schon im Prototyp ganz super aus, oder? Sieht doch dann jetzt ordentlich aus und dann noch die DVDs darüber. Ja, ich glaube, das schrauben wir jetzt auch noch dran. Da bohren wir jetzt auch noch. Bohren tun wir jetzt nicht. Und da schrauben wir jetzt noch Schrauben durch von unten nach oben. Voilà, die Waldfee. Ja, müssen dann die Schrauben hier rein. Das sind die etwas dünneren und kleineren, weil durchs Brett mit den Wandschrauben da zu machen, das wäre ein bisschen sinnlos. Wird schon klappen. Na dann. Sechseinhalb Stunden später. Heiliger, kein Taurus. Heiliger, kein Taurus. Mir noch einen lieben Experten dazu kommen lassen und von königlichem Befehl hier das schrauben lassen. Aber seit ich jetzt nicht mehr neben Erebor bin, sondern jetzt hier nach Deutschland versetzt wurde, ist das Ganze hier ein bisschen, ja, muss man alles selbst machen. Ist das alles nicht das Wahre? Irgendwann später. Haben wir es dann auch mal irgendwann hinbekommen? Ja. Stabil. Passt. Sieht super aus. Ja, und dann werden wir demnächst mal ein paar DVDs aussuchen, die dann dort hin können. Dann muss wahrscheinlich eh noch irgendwas daneben, was das hält, weil wenn das hier dann irgendwann sanftes Lüftchen kommt und nur dagegen stößt, dann ja, ist dann halt nicht so gut. Ja, ist erstaunlich wenig Platz, aber ja, so die Besten kann man darauf platzieren. Da werden weitaus nicht alle DVDs drauf Platz finden, aber ja, meine Lieblingsstücke, meine Lieblings-DVDs können da vielleicht mal drauf und ja, vielleicht kann man irgendwann mal über ein zweites mal nachdenken. Darunter, ja, darunter ist jetzt vielleicht nicht so viel Platz da, aber ja, ist erstmal gut, mal was dort zu haben. Da kann man vielleicht die besten Stücke erstmal platzieren. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. Ja, ist schon mal was. Also ist ein Anfang. Wenn euch nach oben soll es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfürst verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut rein.